Hallo Freunde, hier ist Ari und sein Hausmannskost. Heute mache ich mit euch ein Tomatenmus. Das ist hier natürlich schon so ein bisschen viel alles, was hier steht. Das ist auch größere Mengen eigentlich. Das waren hier 20 Tomaten. Hiervon, 20 Stück von dieser Größe. Die habe ich mir hier eingeschnitten. Und dann blanchiere ich sie gleich im Wasser. Und dann ziehe ich die Haut ab. Und dann schneide ich die klein. Das habe ich dann hier. Und das Fruchtfleisch kommt dann da rein. Das Fruchtfleisch benutze ich für eine weiße Tomatensuppe. Das habe ich natürlich dann, wie gesagt, das waren 20 Tomaten. Das habe ich schon püriert, dass ich jetzt nicht ganz so viel habe beim Film. Weitere Zutaten sind Sahne, die schlage ich mir nachher auf. Gelatine, da muss ich nochmal sehen, wie dick das ist, also nicht allzu viel. Dann habe ich mir so einen Frischkäse geholt. Dann habe ich hier getrocknete Tomaten. Die habe ich mir ganz in feine Streifen geschnitten, in halb Olivenöl und halb Rapsöl bedeckt, Salz, Pfeffer, Knoblauch und Chili drin. Die sind da jetzt seit 4 Stunden drin, die kommen nachher dann damit rein. Ich weiche mir jetzt erstmal die Gelatine ein. Da ich dafür kein festes Rezept habe und ich das in der Form auch noch nicht gesehen habe, jetzt habe ich erstmal die Gelatine eingeweicht, die kann ein bisschen beiseite gepackt werden. Dann mache ich mir jetzt hier die Sahne rein. Das Rezept muss ich mir auch so ein bisschen zusammensuchen. Oder nach Gefühl gehen, besser gesagt. Ich habe gar kein Rezept dafür. Ich nehme so 800 Gramm Sahne und die schlage ich mir dann gleich in der Küchenmaschine auf. Sahne, darauf achten, sollte 30% haben. So, ich habe mir die Sahne jetzt so reingemacht. 800 Milliliter. Kleinen Moment stehen lassen und dann den Rest noch mit raus. Und sonst zur Not vielleicht auch mit Wasser ausspülen. Das will ich jetzt aber nicht in dem Fall. Wenn ich das zum Kochen nehme, dann spüle ich mir das auf jeden Fall immer noch aus. So, das kommt in der Küchenmaschine rein. Das schwenke ich gleich noch rüber. Hier habe ich einen Topf mit Wasser, den bringe ich jetzt zum Kochen. Dann schneide ich mir die Tomaten alle ein, einmal so ein bisschen, damit ich die abziehen kann. Unten mache ich das gleiche, wie gesagt, den Kern hatte ich mir rausgeholt. Und hier oben auch. So, sobald wie das Wasser kocht, machen wir sie dann da drüben rein. So, jetzt habe ich rüber zum Herd geschwenkt. Das habe ich auch, den will ich jetzt zum Kochen bringen für die Tomaten. Hier habe ich eine Schüssel, da kommt kaltes Wasser rein. Da sollen die Tomaten dann abgeschreckt werden. Und die Sahne, die bringen wir jetzt zum Schlagen. Erstmal so langsam. Und dann so auf Stufe 3 lassen wir die langsam schlagen. Die Sahne ist fertig. Das Wasser fängt auch langsam an zu sprudeln. Die Sahne stelle ich mir noch kalt. So, ich habe den Topf umgestellt, weil mir die Flamme so lange dauert. Die Sahne ist schon fertig und das fängt noch nicht mehr an zu kochen. Jetzt habe ich die Schnellflamme genommen und jetzt soll das eigentlich gleich kochen. Okay, so hier habe ich Eiswasser. Das Wasser kocht, dann mache ich jetzt meine Tomaten rein, ungefähr eine Minute. So, jetzt holen wir schon mal die eine Tomate raus, schrecken die kurz ab und dann ziehen wir die ab. So, stellen wir aus. Die waren jetzt eine Minute drinnen, die lösen sich schon oben, also die, was eingeschnitten wurde. Und dann pellen wir die jetzt ab. Jetzt ziehen wir uns das ab hier. Das geht ganz einfach. Einfach oben ansetzen
Hier ist der Einschnitt. Einfach runterziehen. Zack. Und so kann man eigentlich die Tomate, man macht das eigentlich viel zu wenig, weil die Haut ist sowieso nicht so verdaulich, genau wie bei Paprika. Und ohne Haut schmeckt die eigentlich auch besser, ne? Aber wie gesagt, das ist eigentlich Geschmackssache, das muss sowieso jeder für sich selber wissen. Dann haben wir die alle ab. So, jetzt schneiden wir uns das hier durch. Einfach so, das Fruchtfleisch machen wir raus. Das kommt nachher mit zu den anderen zu. Das kann man auch schön mit der Hand machen. Und das kommt dann hier einfach rein. Ich schneide mir die mal alle erst einmal durch. So, und dann mache ich mir das schön raus hier. Und dann haben wir nur noch die Tomate. So, das mache ich jetzt mit allen anderen auch. In dem Fall nochmal so, ich schneide mir das einfach hier so raus, das geht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Kerngehäuse ist draußen. Haben wir alles drin, das kommt für meine weiße Tomatensuppe. Und Brett, das nehmen wir natürlich auch nochmal mit. So, dann machen wir das erstmal sauber. Das machen wir dann hier nochmal in meine Maschine, also im Mixer rein. Ich habe so einen gleich mit dem Zauberstab zusammen. Und das mache ich mir dann klein. Also im Prinzip wie hier. So, ready. Kommt jetzt hier mit rein. Dann haben wir das alles fertig. Muss man ein bisschen sauber machen. So, jetzt haben wir rein. Ich glaube, das waren 16 Tomaten. 16 oder 17 Tomaten. Ihr müsst euch nachher die Masse natürlich anpassen. So, jetzt mache ich das. Ihr könnt frisches Basilikum nehmen. Ich nehme getrocknetes, weil das ist ein bisschen intensiver. Ganz bisschen Oregano. Oder ein bisschen mehr Oregano, besser gesagt. Basilikum nicht so viel. Bisschen Paprika. Salz. Gucken erstmal. Das war ein guter Esslöffel Salz. Aber das brauchen wir auch. Und dann machen wir uns noch ein bisschen Pfeffer rein. Wie gesagt, Salz, Pfeffer und so müsst ihr nach eurem Geschmack machen. Das ist auch klar. So, jetzt machen wir uns den Frischkäse rein. Haben wir 6 Pakete drinne. So, jetzt rühren wir das erstmal so ein bisschen. Und dann gehen wir gleich mit dem Schneebesen rein. Und ihr könnt das auch in der Küchenmaschine machen. Wie auch immer. Und dann kommt nachher noch die Gelatine dazu. So, das Grobe ist jetzt. Ich nehme jetzt in dem Fall meinen Zauberstab und probiere jetzt eine einheitliche Masse zu bekommen. Wenn ihr so einen Handschneebesen habt, nehmt ihr den. So, jetzt wird es wieder ein bisschen laut, aber es macht nichts.
So, das mit der Gelatine ist mir zu wenig. Das waren jetzt 6 Blatt. Ich nehme jetzt noch mal dazu, weil das sind 4 Liter. Gut, da ist ja Frischkäse drin, aber ich habe jetzt 18 Blatt Gelatine. Die weiche ich hier auch noch mal mit ein und dann müssen wir sie uns gleich warm machen. So, wir können noch mal ein bisschen würzen. Bisschen Salz noch. Ich hatte mal eben probiert wegen Zucker. Also ich würde da keinen Zucker dran machen. Das ist voll und ganz in Ordnung so. Ich habe jetzt noch Salz und Pfeffer zu. Rühren wir das nochmal durch. So, jetzt warten wir noch auf die Gelatine, bis sie weich ist. Dann müssen wir sie noch warm machen. So, jetzt machen wir die getrockneten Tomaten hier rein. Wie gesagt, das sind einfach getrocknete Tomaten, ganz fein geschnitten, mit ein bisschen Knoblauch, Salz und Pfeffer. Und die bringen jetzt nochmal richtig Geschmack. Also, das schmeckt jetzt richtig lecker. Das könnte man eigentlich auch als kalte Suppe verkaufen. So, jetzt lösen wir die Gelatine auf, aber ich packe mir jetzt erstmal so ein bisschen beiseite. So, ich nehme jetzt die Gelatine hier, drücke die aus und erwärme mir die am Herd jetzt. So, ich habe hier was rausgenommen mit der Begründung, dass mir das sonst zu flüssig bleiben würde und ich auch noch ein bisschen die Sahne drunter heben muss. So, wie gesagt, ich habe hier jetzt ein bisschen rausgenommen, weil ich Angst habe, da ich auch irgendwo nirgends ein Rezept gefunden habe, habe ich mir das rausgenommen. Und ich brauche das ja morgen für 30 Leute. Gibt es Lachs mit Kartoffelpuffer und dieser Creme dazu. Jetzt habe ich mir die Gelatine aufgeweicht. Die rühre ich mir jetzt hier rein. Das sind 18 Blatt. Man sagt ja eigentlich, dass man 9 Blatt, so 10 Blatt für 1 Liter braucht. Aber da der Frischkäse ja da drin ist, hoffe ich mal, dass das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Und sonst muss ich das. So, jetzt hebe ich die Sahne noch drunter. Das ist das, was es nachher luftig machen soll. Und morgen früh werde ich sehen, ob das Ding fest geworden ist oder nicht. Und sonst muss ich dann mir auf der Arbeit dann nochmal was drunter machen. So, geschmacklich ist das lecker. Ich persönlich würde noch mir auf jeden Fall Chili reinmachen, aber da das ja nicht für mich ist, kann ich das jetzt nicht. So, normal würde ich das da reinschütten, aber da saue ich ja so von rum. Das decken wir mal zu. So, dann machen wir das den Rest hier rein. So, dann in der Hoffnung, dass das morgen alles schön. Das natürlich nicht, ne? Aber wollen wir sehen, wie fest das morgen wird. Das schaue ich morgen früh. So, Freunde. Das wird jetzt erstmal die Mousse. Ich hoffe, das Rezept passt. Dann schreibe ich das nochmal in der Infobox genau. Sollte aber eigentlich hinhauen. Oder ich muss das morgen früh nochmal durchrühren und dann nochmal Gelatine dran machen. Das war es erstmal zu der Mousse. So, die Mousse war über Nacht drinne.
Angestochen hatte ich sie auch schon, das war aber gestern Abend. Ich wollte ja sehen, ob es funktioniert, und die ist wirklich perfekt geworden. Leicht, locker, so wie ich sie haben wollte. Ne? Tomatenmus ist wirklich perfekt. Sie ist richtig locker. Schmecken tut sie sowieso, wie ich sagte. Und ja, das Rezept schreibe ich nochmal so richtig runter. Wie gesagt, das soll jetzt, ich habe ja noch eine Ding, soll jetzt für 30 Leute sein. Aber einfach nur cool. Ich bin wirklich selber begeistert. Siehst du, manchmal klappt doch mal, ich glaube das doch, wie man sich das so vorstellt. Weil ich hatte auch keine Rezeptvorlage für diese Menge und so, ne? Aber das passt. 18 Blatt Gelatine auf die Menge. Bisschen habe ich aber beiseite gepackt. Naja. Gut, wie immer, soll euch mein Kanal gefallen. Abonniert ihn, ich freue mich darüber. Klickt auf die Glocke, ihr habt immer den neuesten Film. Und dann kann ich nur wie immer sagen, viel Spaß bei Nachtmachen. Wünsche euch euer Ariel und tschüss.